Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge unserer Player Predictions. Wie ihr sehen könnt, ist der Patrick auch wieder am Start. Yo. Und ja, wieder mit zwei Facecams, und die Serie kommt ja richtig gut bei euch an. Und deswegen versuchen wir natürlich auch vielleicht jede Woche ein bis zwei Videos davon rauszuhauen. Und es ist wiederum immer wichtig, dass ihr kommentiert mit den nächsten Spielern. Und natürlich fänden wir es schön, wenn es euch gefällt, dass ihr einen Daumen hoch da lasst. Und ja, wir sind heute wieder am Start mit den nächsten drei Spielern. Ja. Und ja, Patrick, willst du direkt mal loslegen mit dem ersten? Ja, der erste Spieler ist Pogba. Ja. Mitte, ich fange mal an. Ich sag mal gerade, Pogba war 84 geratet in FIFA 15 und ich habe ihm eine 86 gegeben, und ich glaube, das siehst du ähnlich, so wie ich das nämlich gerade sehe. Genau, ja. Ich habe ihm auch eine 86 gegeben, vor allem nachdem er mit Juventus eigentlich fast alles gewonnen hat, bis auf das Champions-League-Finale. Und ja, ganz Europa ist nach ihm hinterher, kann man eigentlich schon sagen. Und Manchester wollte ihn nicht mehr. Ja, das ist natürlich... Es geht schon wieder weiter, das ist wieder bitter für dich jetzt heute, ne? Ja. Jedes Mal, wie sei es Nani oder sonst was. Und ja, ist natürlich krass, die Entwicklung von ihm ist vor allem noch sehr jung. Und hat natürlich krasse Voraussetzungen und ja, ist ein geiler Spieler einfach. Und 86 sehen wir beide so. Könnt ihr mal in den Kommentaren da lassen, was ihr ihm geben würdet. Und wenn man sich die Karte einfach mal generell anguckt, unabhängig davon, wer was jetzt gegeben hat. Ich glaube, beide Karten sehen einfach nur abnormal aus, mit ja, fast jedem Wert über 80. Und ja, zentraler Mittelfeldspieler, also das hat schon was drauf. Also ich finde auch geil. Und ja, wir wissen zum heutigen Zeitpunkt nicht, ob er nächste Saison auch noch bei Juventus spielt. Ich meine, er hat zwar gesagt, dass er da bleiben will, aber heutzutage im Fußballbusiness, da weiß man ja nicht mehr, ne? Also wo der Hase läuft. Genau. Deswegen haben wir hier noch das Juventus-Trikot und das Juventus-Zeichen. Aber das kann sich ja auch noch ändern, oder? Ja, also ich weiß nicht, also Man City haut da ja wohl jeden Tag nochmal ein paar Millionchen oben drauf, so wie man es liest, ne? Und ja, mal sehen, wo wir Paul Pogba in der kommenden Saison sehen werden. Aber ich fände es ganz schön, wenn er vielleicht noch ein Jahr in Juventus bleibt. Vor allem, wenn er schon gesagt hat, dass er da bleiben wird. Genau. Man sollte auch ein Stück weit hinter seinem Wort stehen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist nicht mehr so normal heutzutage. Genau, da würde ich sagen, machen wir jetzt mit dem nächsten Spieler weiter. Yo. So, jetzt machen wir mit dem nächsten Spieler weiter. Und das ist Aubameyang. Aubameyang war 79 geratet in FIFA 15. Und ich habe ihn halt zum Stürmer gemacht mit einer 81er-Karte. Und der Meti hat halt eine 83 gegeben. Aber bevor der Meti jetzt was sagt, möchte ich euch jetzt erstmal sagen, warum ich die 81 gegeben habe. Also Aubameyang, 46 Spiele letzte Saison, 25 Tore und 11 Assists. Also richtig gute Werte eigentlich. Und ja, man muss dazu sagen, Borussia Dortmund war richtig schlecht letzte Saison. Und er hat wirklich wichtige Tore geschossen, zusammen mit Reus, glaube ich. Der natürlich auch viel verletzt war. Aber Aubameyang ist letzte Saison wirklich zu einem richtigen Top-Spieler herangereift. Aber für mich ja, muss er das noch ein Jahr auf einem hohen Level bringen. Und deswegen habe ich ihm nur in Anführungszeichen 2 Punkte als Upgrade gegeben zu einer 81. Trotzdem für mich ein richtig geiler Spieler, könnte vielleicht auch eine 82 sein, aber 83, wie der Meti das sieht, finde ich zu viel, und ich bin jetzt mal gespannt, wie der Meti das jetzt begründet, und ich denke, ihr auch vielleicht. Ja, also ich kann komplett nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast, muss ich erstmal sagen. Warum ich die 83 gegeben habe, hat einen einfachen Grund, weil wenn er vielleicht nicht gewesen wäre, dann hätte Borussia Dortmund jetzt vielleicht an der Stelle gestanden. Ja, das wäre ziemlich bitter geworden. Das ist meine Meinung. Und wenn man jetzt überlegt, dass ein Immobile wieder abgegeben wird, weil es einfach nicht gepasst wird, es ist noch kein neuer Stürmer verpflichtet worden. Und für mich ist halt Aubameyang neben Marco Reus einfach die Lebensversicherung vom BVB. Wenn man dann sieht, dass es andere Spieler gibt, die auch auf 81, 82 geratet sind, die bei weitem nicht so eine Leistung gebracht haben, finde ich, dass Aubameyang einfach so einen hohen Stellenwert für den BVB hat, dass er vielleicht mit der beste Spieler in diesem Kader ist, natürlich mit Marco Reus und anderen Kompanen auch in der Defensive. Deswegen würde ich eine 83 schon gerechtfertigt finden. Natürlich kann es auch eine 82 sein. Ich wollte eigentlich mit diesem Upgrade nur sagen, dass er ein
fettes Upgrade. Du wolltest ein Zeichen setzen. Genau, genau. Und 79 ist bei weitem also nicht das, was er in FIFA 16 haben sollte. Deswegen vielleicht eine 82, vielleicht eine 83. Weil wenn man überlegt, ein Sturridge hat auch eine 83 und ja, was hat er mit Liverpool gewonnen, ne? Ja, ich würde sagen, hier ist auch die Meinung der Zuschauer interessant, Meteor. Ja, also, einfach in den Kommentaren da lassen und dann können wir schauen, was ihr darüber denkt. Genau, nächster Spieler. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Spieler in dieser Episode und das ist kein geringerer als Zumba Neymar von Barcelona. Und ja, natürlich hat er zwei überragende Kollegen da vorne mit drin gehabt in dieser Trippelsaison. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin kein großer Fan von ihm gewesen, als er nach Europa gekommen ist. Ich bin's immer noch nicht so ganz. Aber klar hat er sich ein Upgrade verdient, weil was der... Also der hat einfach bewiesen, dass er Talent hat und einfach das Potenzial auch ausschöpft. Und ich glaube, der Patrick weiß da auch die Statistiken, was er in dieser Saison geleistet hat. Das habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Aber ein Upgrade auf 88, der Patrick sieht's auch so, wie ich es hier sehen kann, ist durchaus verdient. Und ich denke, ja, in den nächsten Jahren könnte das eine richtige Bombe werden. Und ja, wenn ein Ronaldo irgendwann mal nicht mehr kann, haben wir ja noch einen Neymar da, ne? Ja, genau. Also ich sehe das ähnlich. Hat mir auch ein Upgrade gegeben. Richtig guter Spieler vor allem. Beidfüßig stark, trickreich, schnell und so weiter. Das, was man heutzutage sehen will, er ist noch ziemlich jung, also da ist auf jeden Fall noch Potenzial da und vor allem, wenn er nochmal so eine Saison spielt, wird er wahrscheinlich auch 90 geratet oder höher und ja, gehört er jetzt schon zu, für mich zu den besten 5 Spielern der Welt, mindestens. Und Mädchen, du kannst ja mal so Interesse halber schätzen, wenn du das jetzt gerade nicht siehst, wie viele Tore hat er denn in 51 Spielen letzte Saison gemacht? Ja, also 51 Spiele... Vielleicht auch die Zuschauer, die es jetzt gerade nicht wissen, schätzt mal mit. Ja, also das wird schon, glaube ich, schon über die 40 gewesen sein. Ne. Nicht? 39, aber auch nicht gerade schlecht. Okay. Dann war ich ja gar nicht so weit weg, ne? Also, ja. Also finde ich vor allem als linker Flügel 39 Tore finde ich halt stark. Ja. Und natürlich, wenn man dann noch Messi und einen Suarez, also Suarez kam ja, sag ich mal, später in der Saison dazu. Ja. Ich meine, die Tore müssen sich auch irgendwo aufteilen. Normalerweise trifft ja bei Barca Messi. Und da ist das schon krass, dass er 39 Tore dann macht. Ja. Und hat auch bestimmt nicht wenig vorgelegt. 11 Stück. Ja. Das also, sind mehr Tore, mehr Assists, als manche Leute Tore schießen. In der Kreisliga C. Das also, ist so, also man muss sich mal vorstellen, ja, Freunde. Und ja, Neymar von 87 auf 88 und ja, Mete, willst du noch was sagen oder sollen wir das Video beenden? Ja, wir können es eigentlich beenden. Natürlich immer eure Meinung in die Kommentare rein, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und natürlich nicht vergessen, wen sollen wir als nächstes nehmen? Ich glaube, da sind auch einige interessante Spieler dabei. Falls ihr irgendein Special haben wollt, habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, junge Spieler oder alte Säcke, keine Ahnung, was ihr haben wollt, schreibt die Ideen in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Ja, Freunde, macht's gut und haut da rein. Ciao. Ciao. Und wir versuchen jetzt was. Wir werden den Castillo rausholen und werden da den one and only Victor Ibarbo reintun. Ja, FIFA Gold United. Nicht nur Abos wissen, wer Ibarbo ist, sondern auch Meti weiß, wer Ibarbo ist. Oh!